Guten Tag, na? Ja, wir spielen eine Runde Mist Survival. Ich bin echt gespannt. Ich bin richtig gespannt, was dieses Spiel mir zeigt. Ich hoffe, es ist nicht so schlecht. So, mal gucken. Da. Was ist denn? Das muss aber funktionieren, ne? Jetzt funktioniert's. So. Press any key to continue. Dann wollen wir mal gucken. Okay. Okay. Open. Matches. Okay. Und ein Apfel. So, was gibt's denn hier so schön? Das ist eine Säge. Ach, guck mal an. Hier haben wir unser kleines Hütchen. Okay. Und jetzt sind wir in einer Wildnis, in einem Wald. Ich kann alles aufheben, was ich hier finde. Eine Feder, ein Stein. Was zu essen? Was können wir uns eigentlich craften? Machen wir denn unser Inventar auf mit I? Okay. Crafting. Brauche eine Axt oder sowas. Ein Sleeping Bed. Wooden Arrow. Oh, Sticks. Können wir mit der Säge? Können wir nicht, okay. Wir haben nochmal eine Feder. Ein Stock. Es ist so friedlich hier. Oh, da lag was. Ein Stein. Und noch ein Ast. Kann auch nicht ranzoomen mit der rechten Maustaste. Da hinten ist ein Haus. Häuser bedeuten immer nichts Gutes. Das Mensch? Nee. Ein Auto. Okay, Kraftstoff, Batterien, Reifen. Das brauche ich alles. Das.
So, jetzt haben wir eine neue Base. Und unsere erste Waffe. Hier haben wir eine Axt. Krass, Alter. Krass. Okay, jetzt wohnen wir hier, anstatt da hinten. Da hinten ist noch eine Scheune. Können wir hier auch rein? Schade. So, wir öffnen erstmal das Inventar. Ich würde mal sagen, wir fällen unseren ersten Baum in diesem Spiel. Also gedrückt halten kann ich hier schon mal nicht. Das ist Realismus. Okay, das jetzt nicht, aber... Okay, wo steckt er sich die hin? In die Hosentasche bestimmt. Rinde, Leaves. Kann ich nicht mehr aufheben. Bin anscheinend voll. Ja, ich bin voll. So, was ist das denn? Ein Mülleimer. Ein Einkaufswagen. Ey, ich habe richtig Luxus pur hier. Wie sieht das mit dem Messer aus? Okay, Essen und Trinken ist auch noch okay. So, wir können uns Wood herstellen. Drei Stunden dauert das. Wow. Krass. Einfach nur krass. Ah, guck mal hier. So, das lassen wir mal hier. Und dann gehen wir mal zur Scheune da hinten, obwohl es auch ziemlich nebelig ist. Bevor uns begegnet jetzt, hier ist schon wieder ein Auto. Boah, Alter, mach keinen Scheiß jetzt, Alter. Okay, ich habe einen Hammer gefunden. Noch ein Hammer. Immer die Nägel mit. Und das. Und wir nehmen den Hammer auch nochmal mit. Oh, scheiße, das ist ein Bär. Scheiße. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Tank drinne. Fuck, danke schön für deine Hostkarte. Kein Angsthase, aber mit einem Messer gegen einen Bär bin ich nicht so der Fan von. Nicht solange wir noch keinen Bogen haben. Es ist 14.44 Uhr. So, wir gucken nochmal auf Crafting-System. Das war's, ne? Wood. Okay. Wir brauchen unbedingt Reifen.
Zum Auto kann ich laufen. Wow! Wow! Ja, da haben wir mal einen Bär getötet. What? Wo kommt der denn auf einmal her? What the fuck, Alter? Hat er unser Blut gerochen? Kann das sein? Alter. Ich dachte, das wäre der Bär noch, der am Leben war. Nee, hier ist nur immer so ein Zombie. Mal gegen Zombies kämpfen. Erstmal da warten wir, bis die Blutung geheilt ist. Schön. Oh, das dauert aber richtig, Alter. Ein Stück Fleisch. Ah, wo ist der hin? Solange er mich in Ruhe lässt. Eine Stunde dauert das. Ja, guck mal. Mit Werkzeug dauert das. Also mit Messer dauert das weniger. Ich möchte einfach mal im Moment nur... Hunger. So. Muss mal rausfinden, wie man ein Lagerfeuer oder so macht. Okay. Können wir essen jetzt auch nochmal die Beere? Schon ein bisschen creepy, ne? Aber wir haben den Bär getötet. Haben wir unseren ersten Zombie gesehen? Und jetzt wollen wir zur Scheune. Hier ist die Scheune. Aber wo ist der Zombie hin von vorhin? So weit kann der eigentlich nicht sein.
Haben wir hier Glück und haben hier einen Reifen? Nein. Haben wir nicht. Machen wir mal einen Kofferraum. Painkiller und noch ein bisschen Metallschrott. Ich habe das bei der Base jetzt nicht durchsucht. Aber das ist ja unsere Base. Na, dann habe ich noch Zeit. Aber es ist gut, dass man noch was im Kofferraum verstecken kann. Ich ahne richtig Böses bei der Scheune. Bin gerade ein bisschen ruhiger, ne? Also die Pumpe geht mir jetzt nicht, ne? Aber ich bin echt... Ich frag mich immer noch, wo dieser blöde Zombie hingekommen ist. Kann man hier sein Wasser auffüllen? Das wäre cool. Ich schleiche mich lieber an die Scheune an oder an das Haus. Scheune ist es ja nicht. So ein kleiner Bauernhof ist das hier, ne? Na, so klein ist er jetzt nicht, aber... Da ist eine Scheune. Schmeißen wir die Stöcker weg. Nehmen wir lieber die Flasche mit. Flaschen können wir gebrauchen. Guck mal hier. Hier ist sehr viel Loot. Hier ist noch ein Messer. Dann nochmal. Hier ist eine. Hier ist Wood. Metall. Aber ich kann hier im Moment nichts. Feuerholz kann ich craften, Wood und ein Was ist das? Ach, Rex. Guck mal da. Hier sind überall Hühner. Die ich nicht fangen kann. Brauch wohl dafür. Aber hier ist kein. Nee. Irgendwas da oben drauf. Bestimmt zum Verstecken oder so. Ich halte mich jetzt immer nur in den kleinsten Sachen auf, ne? Aber ich möchte das Spiel ja auch ordentlich sehen. Ne? Also ist zwar an sich jetzt nicht teuer, aber 8,99 für ein Spiel. Kann man schon ein bisschen, ne? Genießen. Aber hier müssen wir aufpassen. Hier war vorhin auch noch ein Zombie. Ist das ein kleiner Baum? Okay. So. Wir haben schon mal einen Reifen von vier. Der bädigt immer noch. Aber ich bin auch schon fast voll hier. Trinken ist immer gut. Warte mal, Fleisch packen wir da mit rein. Ich brauche hier echt immer mehr Platz.
drei Federn und lief. Crafting. Aus Branches kann ich Stöcker machen. Alter. Die Nacht wird creepy. Die Nacht wird richtig creepy. Okay, ich kann hab hier noch. Ich kann hier, hab hier. Ja, ja. Low grade fuel, okay. Was zu trinken habe ich, was zu essen habe ich. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein paar. Sticks draus machen können. Das auch gehört. Irgendwas ist da in den Wäldern. Ich versuche gerade meinen Kopf so rüber zu legen. Ich habe extra hochgeguckt. Aber irgendwas ist da draußen. Irgendwas ist da draußen. Verdammt. Schon ein bisschen creepy, ne? Ich weiß nicht, ob sie mich hier sehen. Ah, Hunger und Durst geht auch langsam runter. Ich habe noch ein bisschen Lagerplatz im Auto. Das ist nicht das Problem. Aber ich kann echt nur mit Salz, kann ich echt nur das Fleisch zubereiten. Hier so eine Cola-Dose füllt fast alles auf. Warum? Ey Leute, es interessiert mich nicht. Windows 10, warum? Ich höre was. Ganz leise irgendwo in der Ferne. Danke für dein Hus, Esoja. Nö. Wir warten noch ein bisschen ab, bis die Nacht vorbei ist. Mit einem Messer bewaffnet will ich jetzt nicht durch den Wald ziehen. Besonders, weil ich was höre. Ich hoffe, man kann später mehr lernen. Ich habe nicht immer einen Bogen oder so. Ja, aber Pfeile. Hier, Salz brauche ich zweimal. Um das Fleisch zuzubereiten. Da hinten leuchtet was, seht ihr das? Lackert auch was. Was sagt mein Inventar? Ich habe eben nicht nachgeguckt. Okay. Alter.
Okay. Hier habe ich nichts drinne. Aber nicht schlimm. Da habe ich nochmal mehr Inventarplatz. Ich gehe nochmal zur Scheune. Und hoffe, dass mich jetzt kein Zombie irgendwo ergreift. Was für komische Geräusche. Oh Mann, 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 Mann. Ich sehe auch nichts, außer diese ganzen Heuballen, die hier rumliegen. Ich kann mir vorstellen, dass unser Blut gerochen hat. Wir holen uns mal die Sachen, die in der Scheune noch liegen, ne? Ja, ich will mein Leben noch behalten. Kommt zwar sehr langsam voran, aber... Komm her, ihr blöden Zombies. Spielt das Sound wieder von vorne ab. Das hätte man besser lösen können. Das ist nur so ein kleiner Unterstand da hinten, okay. Da mal hochgehen gleich. Ich sehe gar nichts. Bestimmt weniger. Ihr seht nur die leuchtenden Heuballen. 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 War zwar eben hier, aber... Ja, diese Geräusche, ey. Ich bin mir voll. Wir lagen noch zwei Werkzeugkisten, oder nicht? Ne, zwei Messer. Doch, da hatte ich deine. Kann ich beide mitnehmen? Jucken wir die Nase. So. Kann man hier eigentlich hoch? Hä? Kann man nicht? So. Kann ich den I drücken? Ah, jetzt. Okay. Wie? Ich kann es nicht tragen.
was haben wir denn hier so schönes? Wood, Tree Bark, erstmal weg. Und dann können wir... Meine Fresse, die Map wird groß sein, ey. Wenn das jetzt nur das Anfangsgebiet ist, ne? Wenn man den Trailer gesehen hat, boah. Ich kann jetzt echt nur sagen, unterstützt die Leute. Kauft euch das für 8,99. Das ist echt ein Spottpreis. Das ist echt geil, das Spiel. Sehr realistisch auch gehalten im Moment. Ja, mit Zeit und so, dass du auch eine bestimmte Zeit brauchst, um irgendwas zu craften zum Beispiel. Haben wir sowas wie eine Map? Nee. Schade. Schade, schade. Wie spät ist denn das? 23.02 Uhr. Jetzt habe ich Schluck aufgekriegt. Toll. Ich teste euch das jetzt mal, erstmal eine Stunde, ne? War gerade wild drauf, das zu spielen. Und dann, ja. Mal gucken. Leider auch kein Bettbezug oder ja, keine Racks an sich. Der Bär ist immer noch nicht weg. So, wir haben neues Equipment. Hier kann man... Achso, man kann nicht, wenn man in einem Schrank ist, was craften. Fehlt immer noch Salz. Okay, Hunger ist fast unten. Wie mache ich denn ein Lagerfeuer? Hier habe ich schon die Firewood, ne? Ja. Aber sonst kann ich im Moment gar nichts craften. Hier fehlen mir Racks für. Ein Sewing Kit. Leider im Moment nicht auf Deutsch anscheinend. Oder? Nee, nur Englisch. Was hat die Grafik? Alles auf Ultra. Ja, das ist okay. Audioqualität low. So, gucken wir mal kurz einmal. Aim Maus 2, okay, das ist klar. Man kann auch nach links und rechts pieken. Warum T pieken ist, das weiß ich auch nicht. Quickslot. Move Object mit M, ah. Okay, das ist jetzt wieder nicht realistisch. Man hört immer irgendwas im Wald. Tagesanbruch gehen wir gleich weiter zur nächsten Hütte, zu der da hinten. Vielleicht treffen wir da auf unseren zweiten Zombie, den wir bekämpfen müssen. Weiß leider auch nicht, wo der andere hin ist.
Also kalt ist ihm auch ein bisschen. Er ist sehr müde. Oha. Ich kann nicht schlafen, weil ich kaum was habe. Es hat jetzt nicht so viel aufgefüllt. Wie kriegen wir die Zeit jetzt rum? Woodscarb können wir nicht herstellen. Hier haben wir noch ein bisschen Metall. Essen haben wir auch, aber ich kann's essen, glaube ich, aber ich glaube, das tut mir nicht gut. Hier haben wir Nägel und Holz. Können wir da irgendwas mit craften? Drei Stunden dauert das, bis meine Verwundung wieder heilt. Ich brauche Salz ganz dringend, ey. Müssen wir doch losziehen, wa? Können wir nicht irgendwie so die Zeit vorstellen? Ich möchte da eigentlich gar nicht hin, aber komm, wir gehen da jetzt hin. Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Gleichen trotzdem da mal hin, weil da war ich noch nicht. Da muss ich die Gamma ein bisschen hochsetzen. Dass wir die vorher hören. Hier noch ein Auto. Auch unbedingt Salz. Fragen wir unseren Nachbarn mal, ob er Salz da hat. So ein bisschen creepy, ne, in der Nacht. Hä? Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Das
mal gar nichts. Ich habe jemanden gehört. Oh, lass wieder Tag werden, ey. Bitte, lass wieder so schnell Tag werden. Da ist noch ein Bär. Fuck. Er hat mich jetzt nicht gesehen, ne? Wie denn auch, hier ist es dunkel drin, ne? Aber irgendwas? Sehen auch nicht mehr. Anfangs ist es echt ätzend. Verstecken, 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 verstecken. Ich hab keinen Lockpick. Das ist bestimmt was Geiles hinter, Alter. Ist nichts mehr. Hinter der Couch ist auch nichts. Wo ist der Bär hin? Nicht, dass er wieder vor der Tür wartet. Schauen wir mal. Ich glaube, so am Anfang ist es echt logisch, wenn man lieber die Nacht erstmal abwartet. Ich habe weder eine Taschenlampe, noch irgendwie Feuer, noch irgendwie eine richtige Waffe. Da hinten ist der Bär. Seht ihr ihn? Oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein? Nur kurz zum Verständnis. Kann man die Gamma hochsetzen? Jetzt keine. Das ist Motion Blur, das lassen wir mal so. Aber der bewegt sich doch was da. Zwischen den Bäumen da. Es geht dann nach links. Ja, das ist der Bär. Alter, finde nicht. Das ist schon der zweite Bär in dieser Folge, ey. Ach Gottchen, Alter.
würde gerne ins Auto gehen, aber ich weiß genau, dass der Bär mich dann angreift. Er sitzt genau da zwischen den zwei Bäumen, links und rechts. Jetzt bewegt er sich wieder ganz normal nach rechts. Boah, 4 Stunden noch und ich bin auch gleich. Okay, noch nicht. Wir werden das auch gleich herausfinden müssen. Ob wir eine Vergiftung kriegen. Bauchschmerzen. Mein rohes Fleisch ist nicht gut, ne? Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Fuck. Verdammt. Die krieg ich so nicht auf, ne? Kann ich auch nichts machen. Ja. Dann würde ich mal sagen, 50 Minuten reichen erstmal für den Anfang, ne? Noch was zu tun. Und dann sehen wir uns nachher nochmal, ne? Bis dahin, ciao.